I'm back, baby. Yo Leute, what's up? Are you ready? Duke Nukem Forever, meine Freunde. Wir befinden uns in der Demo. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, what the fuck, wie kommt eine Moonboon hier schon so früh an Duke Nukem Forever? Es kommt nächste Woche raus. Aber nein! Wir haben hier nur die Demo. Und ich check mal kurz den Sound. Ich glaube, es ist nämlich ein bisschen zu laut. Shake it, baby. Ja, so müsste, glaube ich, okay sein. Zurück. Videoeinstellungen passen, denke ich, so. Wir werden sehen, ob es laggt. Spieleinstellungen? Zielhilfe? Nein. Bin ich eine Pussy? Untertitel? Nein. Bossanzeige? Ja. Neue Demo. Kinderspiel, lass es rocken. Hol dir eine Packung, Alter! Lass es rocken! Du kannst unsere Wand hinschlagen. Wie geil! Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ich habe schon den ganzen Tag drauf gewartet. Ich musste leider arbeiten. Hab morgens den Download angeschmissen für die Demo. Abends hier ist jetzt fertig. Und ich bin heiß. Zum Fortfahren Leertaste drücken. Diese Alien-Hurensöhne schießen mir nicht ungestraft mein Schiff. Und wir haben die Stimme von Bruce Willis. Wir haben sie. Das dauert ja ewig. Genug Geschäft. Wird Zeit, dass der Große wieder in die Action eingreift. Eh zum Verlassen? Nein. Das will ich noch ein bisschen auskosten hier. Okay. Schauen wir uns mal um. Wo sind wir? Detonators? Ah, geil, 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 geil. Boah. Habe ich eine Waffe? Nein, ich habe gar nichts. Wir befinden uns offensichtlich in einer Dusche. Oh, ich ahne Schlimmes. Blake flankiert links, Phillips und ich gehen außenrum. Das war Phase 2. Phase 3 ist, Profit? Okay, bereit? 1, 2, los!
What the fuck? Nein, man kann wirklich malen. Hey, riech mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Okay. Wie komme ich hier wieder weg? Nein, man kann sogar die Farbe wechseln. Boah, Wahnsinn! Guter Plan, Juk! Okay. Alles ganz lieb und nett, aber wie komme ich hier raus? Das ist genial! Was sind denn das für dumme, das sind von der Konsole bestimmt, diese LMT, RMT und SPC, was auch immer das heißen soll. Wenn ich Escape drücke, komme ich hier ins Menü. Hey, riech mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Enter vielleicht? Nein, auch nicht. Einfach weglaufen? Kann ich weglaufen? Nein, ich kann auch nicht weglaufen. Okay. Aber finden wir uns schon bei unserem ersten Problem. Ich male hier so lange ein Haus. Okay, ich glaube, ich mache hier kurz Pause. Bis ich... Kann ich hier halt mal... Ne, ich mache noch keine Pause. Optionen. Steuerung. Tastatureinstellungen. Vorher, Nahkampf, vorwärts. Seitlich. Benutzen, nehmen, E. Vielleicht mit E. Ja, versuchen wir einfach mal Bier trinken. Hat ein extra Ding. Okay. Duke Vision F. Oh, 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 oh. Okay, wir versuchen es mal mit E. Oh, ja, sehr gut. Ist ja, ich meine, ich verstehe davon nicht viel, aber wenn ich was davon verstehen würde, dann hätte der Typ da drüben bestimmt noch seinen Arm. Und mindestens eins seiner Eier. Sie dir vor, Duke, du schaffst das. Hm? Genau, das habe ich vor. Duke Nukem. Ganz kurz zu der Story, falls ihr nicht Bescheid wisst. Wir haben vor exakt... 12 Jahren die Erde gerettet mit Duke. Duke Nukem 3D damals. Und Duke wurde dadurch berühmt und hat alles. Er hat eine eigene Burgerkette namens Duke Burger. Er hat eine Villa. Er hat Poker-Turnier der Welt gewonnen. Er hat alles. Nur eins fehlt ihm. Und das verrate ich jetzt noch nicht. Kommt es euch bekannt vor? Kommt es? Na, da geht's wohl nicht weiter. Hey Kumpel, was soll das werden? Willst du die Welt immer alleine retten? Plötzlich sind wir viel schneller. Na los, gib mir endlich eine Waffe. Kann ich mich da durchducken? Ja, wahrscheinlich. Shift drücken, um zu rennen. Das ist du oder ich, du einäugiger Freak. Die! Oh, wie wir ihn eindecken. Oh oh. Und jetzt? Gibt's hier Munition? Jugendnachschub, jawohl! Wo haben die das abgeworfen? Da hinten? Habe ich das jetzt richtig gesehen? An dem Rauch. Ich war es nicht so clever, hier die Richtung zu ändern. Holy shit! Yes! Ah, die! Ah. Oh! Da dreht er am Rad. Was war das? What the fudge? Seh mich?
yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Nein. Nein. Nicht in die Ernstung. Haben wir noch Munition? Nee, haben wir nicht. Und er fegt hier über das Spielfeld. Ja, wo ist der Landeort? Zeig's mir, zeig's mir. Die Rauchspuren, wo sind die Rauchspuren? Stimmt hinter mir. Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ah, da! Und da geht er down! Bastard! Na los, Tube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Was ist SPSC? Oh nein! Space! Okay. Oh nein, was macht er? Oh, er tötet mich. Nicht wirklich. Weil ich nicht rausgefunden habe, was SPC bedeutet. Ah, dann kriegst du halt noch mal ein bisschen mehr. Und diesmal weiß ich, was ich machen muss. SPC! Ja! Nein? Doch. Munition abgeworfen. Rauchspuren markieren Landeort. Field Goal Season. Yes! Ab geht die Post! Das hat Spaß gemacht. Was für dich auch schön, Baby? Oh ja. Und das Spiel, Duke? War das auch gut? Ja, aber das kann man nach scheiß 12 Jahren ja wohl auch erwarten. Ich glaube, wir müssen trotzdem auf Englisch umstellen. Oh yeah. Genial, genial. Das Einzige, was ihm gefehlt hat nach diesen 12 Jahren, war ein Duke Nukem Spiel. Wie ironisch. Okay, Leertaste am Start. Am Start, here we go. Checkpoint gesichert. Oh nein. Drücke W, um zu beschleunigen. Das tue ich. Was ist bitte RMT für eine Taste? Du bist keine RMT, du auch nicht. Du auch nicht. Okay, 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 okay. Ganz langsam. Was ist RMT für eine Taste? Will ich wissen. Option, Steuerung, Tastatur. Feuer, linke Maus. Ach, okay. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Jetzt blicke ich hier durch. Das kann man mir ja auch mal sagen, ne? Okay. Woo, yeah. Haben wir eine Waffe? Können wir uns wehren? Yes, und da liegen wir schon auf der Schnauze. Oh! Okay. Ist das jetzt so vorteilhaft? Umdrehen, okay. Fahren. Okay. Alles ziemlich simpel. Oh! Jetzt haben wir es geschafft. Kein Benzin mehr?
Wo gibt's Benzin? Ich brauche Benzin. Okay, Jetpack haben wir keins. Komm schon, Benzin, komm schon. Checkpoint gesichert. Do not enter. Da geht's ja auch nicht rein. Was? Raingun? Oh yeah! Railgun Action am Start hier. So muss das. Also hier müssen wir bestimmt irgendwann drüber schanzen, aber erst brauchen wir Benzin. There you are. Wie, kleines Schweinchen. Wie. Hier Benzin? Was bist du? Munition? Gehst du auf? Ah. Zeit für eine Ladung Schmerz. Warp-Bombe. Oh, die werft man ja gleich. Ah, okay. Und eine Schrotflinte. Jetzt sehe ich das jetzt richtig, dass ich die eine Waffe immer austausche? Oder habe ich alle? Muss ich mal aus. Ja. Zwei Waffen nur. Das kann ja nicht sein. Das sind wir ja nicht gewohnt hier von unserem Duke. Wow, es geht eigentlich da ab. Noch eine Railgun? Okay. Was ich ein bisschen vermisse, wäre so eine Art Missionsradar oder sowas. Weil ich sehe hier nirgends Benzin und ich spiele es auch im Fenster auf klein, auf 720p nur. Und es ist alles ziemlich dunkel und verwirrend für mich hier. Aber wir bewegen uns einfach mal dahin, wo wir noch nicht waren. Komm. Komm, Schweinchen. Los. Schweinchen sind cool. Ich mag Schweinchen. Boah! Tube Vision! Schrumpfstrahl! Oh ja, Schrumpfstrahl! Oh, ich sterbe. Kein Ding! Wir sind ja hier, um zu spielen. Und ich wollte nun mal den Schrumpfstrahl ausprobieren. Trinke Bier, um dich zu stärken. Ach so, okay. Oh, ich habe die Railgun noch gar nicht. Wo gab's die nochmal? Die gab's doch hier irgendwo. Da vorne. Oh, jetzt sind wir schon wieder fast tot. Auf 6 war Bier trinken. Oh, ich glaube, ich habe kein Bier. Oh. Da oben gab es Munition. Außerdem wissen wir jetzt schon, wo die Gegner stehen. Nur leider sieht man nichts von hier.
Doppeljump wäre auch geil. Ich habe aber auch ein Aiming mit dieser Sniper hier, das ist phänomenalisch. Das. Warte nochmal. Komm schon, ich hab dich genau gesehen. Und auf die Entfernung, ne? Hat sich ausgeschaltet für dich. Oh. Oh. Schrumpfstrahl ist zwar schön, aber bringt uns hier gerade irgendwie wenig, habe ich das Gefühl. Bist du ein Gegner? Was bist du? Ja, mehr Material, mehr Wunder herrschen. Oh ja, bitte. Bitte. Sprengstoff, um das Schiff zu zerstören. Okay, welchen Sprengstoff? Oh, was? Oh, 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 das wollte ich. Dich wollte ich. Oh, kurz warten. Welchen Sprengstoff? Ich sehe keinen Sprengstoff. Den Sprengstoff? Der hier so glitzert? Boah. Ah, okay. Habe ich noch die... Wo habe ich sie hingelegt? RPG? Mein Raketenwerfer? Wo habe ich dich hingelegt, Raketenwerfer? Oh nein, nicht im Ernst jetzt, oder? Oh Gott, bin ich dumm? RPG, wo habe ich dich hingelegt? Ich habe dich doch bestimmt irgendwo hier drin hingelegt. Mach mal kurze Aufnahmestopp. Ihr braucht mich hier nicht beobachten, wie ich meine Waffe suche. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Was für ein erbitterter Kampf.
Und da geht er down. Okay. Hallo? Checkpoint gesichert. Ich behalte lieber mal. Hol mir aber noch ein bisschen Munition. Ah, Feuer! Tötet mich! Okay, wo geht's weiter? Großes Gelände? Vielleicht ein Bosskampf? Also da hoch geht's nicht. Nehmen. Werfen. Okay. Boah, das war zu nah. Aber es hat funktioniert, was ich wollte. Oh oh. Kein Benzin mehr. Ja, das weiß ich schon lange. Oh Gott, ist das geil. Okay. Kann ich euch eigentlich irgendwie kaputt machen, ohne Munition dafür zu verschwenden? Und vor allem kann ich hier die Duke Vision verwenden. Ja. Was für ein hässliches Geräusch. Oh yeah. Duke Vision aus. Duke kann Objekte mit Rädern durch die Welt schieben. Wow, Duke, du bist ja ein richtiges Multitalent. Oh. Ah. Ist nicht wirklich, oder? Ah ja. Da nochmal. Bestimmt müssen wir erst die Fässer rausmachen. Na los. Ich bleib stehen. So. Und jetzt nochmal von vorne. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, hier gibt es nur Action. Jetzt schiebe ich hier so eine Lore durch die Gegend. Benutzen? Nein. Noch nicht. Ich will noch so ein Fass mitnehmen. Vielleicht bauen wir das noch. Was bist du? Naja, steht nicht drauf. Beziehungsweise steht drauf, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Du kommst mit. So. Benutzen. Hebel drücken. Okay. Oh oh. Boah. Da hat sie mich auf die Fresse gelegt. Checkpoint gesichert. Oh, was bist du? Benzin. Oh oh. Boah, what the fuck? Okay, und jetzt sind wir richtig am Sack, meine lieben Freunde. Ah, nee, sind wir nicht. Ich wollte nämlich sagen, wir haben nur eine Sniper-Rifle. Und, ach, da kann ich ja gar nicht rein. Und den Raketenwerfer. Und mit dem Raketenwerfer werden wir hier unten bestimmt nicht weit kommen. Kann ich doch... Oh, nein! Oh. Macht nichts, Checkpoint war gesichert.
Hol uns diesmal gleich die Schrotflinte. Wo ist sie denn? Da liegt sie. Jetzt schauen wir uns erstmal um, bevor wir jetzt dieses Gas nehmen, beziehungsweise das Benzin und hier triggern. Duke Vision. Also da runter geht's nicht und zurück geht's auch nicht. Hoch? Ja, hoch geht's. Können wir hier hochklettern? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Okay, wie komme ich da hoch? Auf das Haus? Nein. Ha! Duke, du verwirrst mich schon. Viel zu viele Rätsel. Oh. Wäre das jetzt Portal, wäre es einfach. Aber leider sind wir hier nicht bei Portal. Bin ich jetzt blöd oder was? Ich blick's nicht. Okay, holen wir einfach mal das Gas. Das hätten wir erledigt. Oh! What the fuck? Was seid ihr zur Hölle? Ah! Zweite. Yeah, ich hab doch gewusst, dass es da nicht hochgeht. Mich verarscht keiner hier. Okay, wie geht's jetzt weiter? Da hinten. Man braucht ja echt die Tube Vision. Ohne geht nichts. Ich springe einfach mal hier drauf und dann hier drauf und dann hier hoch. Checkpoint gesichert. Da geht's weiter hoch, da will ich nicht hin. Brauchen wir dich noch? Wir behalten dich mal im Hinterkopf. Da würden wir entgleisen. Aber ich denke, dass wir... Oh, wo bin ich? Dass wir ohne da auch nicht rüberkommen. Also wagen wir es einfach mal. Nein, nicht ohne mich. Okay, go. Dass man den Hebel noch mit der linken Maustaste... Oh Gott, ich kann nicht aussteigen. Okay. What the fudge? Ab geht's. Ah, Treffer. Ah. Stirbscheinchen. Oh, ich höre ein Schwein. Noch eins. Los, Shotgun in die Hand. Shotgun in die Hand. Schießen die auf mich? Okay, ab geht's. Da wird nachgefüllt. Und wir fahren weiter.
Okay, hier ist die der zweite Teil der Demo offenbar zu Ende. Still hit it. Nice! Das war's wohl mit der Demo. Ja, es war mir ein Vergnügen, Duke. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ich hier eine Let's Play starte von Duke Nukem Forever. Der erste Eindruck, es ist wirklich spaßig bisher. Sie haben eine kleine Auswahl an Waffen uns zur Verfügung gestellt, ein kleines Ausschnitt vom Spiel hier mit ein kleiner Bosskampf und ein bisschen rumfahren mit dem Auto. Und ein bisschen Problem lösen mit Benzin suchen und so weiter. Es war von allem was dabei. Es hat mich gepackt. Ich will es unbedingt nochmal zocken. Ich zock's nochmal auf Hard jetzt dann nachher. Einfach mal, um zu sehen, wie schwerer es ist. Und ja, das war's von mir. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen bei Duke Nukem Forever. Hail to the King, Baby. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.